Aber in der Realität sehen wir eben, dass diese Firmen heute mit am Verhandlungstisch sitzen, wenn es auch um die Schaffung von neuen Regeln, Regulierung geht. Also dass auch ihre Rolle eigentlich kaum noch in Frage gestellt wird. Und damit ein herzliches Willkommen an alle ZuhörerInnen. Mein Name ist Gunnar Banz, ich studiere Politikwissenschaft an der Universität Bremen und bin momentan am INES, am Institut für internationale und interkulturelle Studien, als HIWI angestellt. Gemeinsam mit mir über Zoom sitzen hier heute Berenike Brehm. Berenike Brehm ist am INES wissenschaftliche Mitarbeiterin und Postdoktorandin seit 2 Jahren. Vorher war sie bereits einmal mit dem INES in Verbindung. Und zwar war sie im ersten Sonderforschungsbereich Staatlichkeit im Wandel von 2014 bis 2016 als Doktorandin in einem Projekt zur Privatisierung und Internationalisierung der Sicherheitspolitik angestellt. Ihre Forschungsbereiche sind die sich wandelnde Praktik der Kriegsführung, und dabei hat sie im Sonderforschungsbereich vor allem zur Privatisierung des Kriegs geforscht. Darum wird es auch heute gehen. Seit neuestem arbeitet sie aber auch viel zur Automatisierung der Kriegsführung, also beispielsweise um autonome Waffensysteme. Außerdem sitzt mit uns hier Jakob Henninger. Jakob ist auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am INES und wird heute mit mir dieses Gespräch moderieren. Und damit gebe ich auch schon an dich ab, Jakob. Super, dann kommen wir zum inhaltlichen Teil. Vor wenigen Monaten haben in Afghanistan die Taliban die Macht wieder übernommen, nachdem die USA und europäischen Partner das Land verlassen hatten. Seither ist viel über das Schicksal der afghanischen Ortskräfte diskutiert worden, die die Bundeswehr dort unterstützt haben. Aber die Entwicklungen in Afghanistan werfen auch weitergehende sicherheitspolitische Fragen auf. Als Einstiegsfrage in unser Gespräch würde ich gerne fragen, welche Herausforderungen in der Sicherheitspolitik werden durch den Fall Afghanistan sichtbar und welche Fragen ergeben sich für die Forschung in der Sicherheitspolitik? Also ich würde sagen, jetzt natürlich auch von meiner besonderen Forschungsperspektive aus, was mich auch besonders interessiert, zeigt diese Episode jetzt in Afghanistan, der Rückzug und der Einmarsch der Taliban auch nochmal ganz deutlich die Rolle oder wirft die Frage auf, welche Rolle private Sicherheits- und Militärfirmen in solchen Konflikten spielen. Vor allen Dingen auch aus Sicht von der USA und auch anderer Länder, die ja lange Zeit eben dort international präsent waren. Ich glaube, da muss ich direkt mal nachhaken. Was sind genau private Sicherheits- und Militärfirmen? Ja, gute Frage. Damit sollte man tatsächlich vielleicht erstmal beginnen. Wie bei so vielen Dingen gibt es da in der Literatur, in der Forschung, da gab es lange Zeit ja auch viel Diskussion, viel Streit, in Anführungszeichen, wie eng man diesen Begriff tatsächlich fassen soll. Ich habe mich in meiner Forschung anlehnt, aber auch auf andere Autoren eher für einen etwas weiteren Begriff oder eine weitere Definition entschieden und fasse unter private Sicherheits- und Militärfirmen alle solche Unternehmen, die militärische und Sicherheitsdienstleistungen zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Konflikten und Kriegen anbieten. Und zu diesen Dienstleistungen zählt sowas wie militärische Implementierungs- und Kommandofunktionen, bewaffnete Schutzdienstleistungen wie zum Beispiel der Personenschutz, aber auch Schutz von Konvois und Gebäuden, dann Beratungs- und Trainingsdienstleistung und dem Konflikt und Kampf vor- und nachgelagerte Dienstleistungen wie etwa Logistik, Nachschub, Transport und technische Unterstützung. Gerade der letzte Bereich ist vielleicht etwas, was wir vielleicht eher weniger mit privaten Sicherheits- und Militärfirmen in Verbindung bringen, aber wie angedeutet spielen auch diese Unternehmen eine sehr, sehr zentrale Rolle, etwa, ne, wenn es auch um die Aufrechterhaltung und Funktionsfähigkeit der Luftwaffe beispielsweise geht. Ne? Also sowas wie Wartung, Instandsetzung,
von Geräten, von militärischen Geräten und so weiter und so fort. Und auch die Versorgung von Truppen, also ohne diese Leistung, auch wenn sie sozusagen den direkten Kampfgeschehen vielleicht ein bisschen, also auch räumlich, zeitlich, wie auch immer, vor- oder nachgelagert sind, sind sie genau für die Kampffähigkeit auch zentral. Das hat, denke ich, auch dieser Afghanistan, der Abzug aus Afghanistan und der Einmarsch der Taliban sehr eindrücklich bewiesen. Ja, vielen Dank für die Klarstellung. Und irgendwie nochmal zurück zu Jakobs Ausgangsfrage. Wie hängen denn dieser abrupte Abzug der US-Truppen und der Vormarsch der Taliban zusammen mit den privaten Sicherheits- und Militärfirmen? Gibt es da irgendwie eine Verbindung? Es war, also man muss ja sagen, dass der sozusagen der Rückzug der USA und der alliierten Truppen aus Afghanistan kam ja jetzt nicht ganz überraschend. Also da war ja, es war jetzt sozusagen von beiden dann durchgesetzt, aber diese Pläne, ne, die gab es ja davor schon. Von daher würde ich das jetzt nicht als ganz radikalen Bruch abtun oder als radikalen Bruch identifizieren. Was allerdings, oder wo es vielleicht sehr wohl einen Bruch in der Politik von Biden in Afghanistan gab, war hinsichtlich der Rolle von privaten Sicherheits- und Militärfirmen. Nämlich anders als unter den vorherigen Regierungen hat Biden ja davon oder darauf verzichtet, eben eine besonders starke Präsenz von ja durch die USA finanzierte, unterstützte private Sicherheits- und Militärfirmen aufrechtzuerhalten. Bereits im Sommer, also ein, zwei Monate vor dem wirklichen Rückzug der amerikanischen Truppen, wurde auch radikal die Präsenz von privaten Sicherheits- und Militärfirmen gekürzt. Und es gibt einige Kommentatoren, die das auch wirklich als einen wichtigen Wendepunkt, jetzt nicht der einzige Wendepunkt dort in Afghanistan, aber als einen wichtigen Wendepunkt identifizieren, der auch mit dem Zusammenbruch des afghanischen Militärs gebracht wird. Also man muss sagen, private Sicherheits- und Militärfirmen hatten in sehr unterschiedlichen Bereichen eine besondere Rolle für diesen Konflikt, also und auch für die Afghanen, für das afghanische Militär, also vor allen Dingen in den Bereichen der Ausbildung, aber auch sowas wie Wartung und Ausrüstung, das Sammeln von Informationen und so weiter und so fort. Aber vor allen Dingen die Firmen, die im Bereich der Wartung, der Logistik, vor allen Dingen der technischen Unterstützung für die Luftwaffe, für die afghanische Luftwaffe da aktiv waren. Die wurden, also auch schon im Vorfeld, deren Rolle wurde als sehr wichtig, auch im Kampf gegen die Taliban eingeschätzt. Und es waren auch eben diese Kräfte, dieser Teil der privaten Sicherheits- und Militärfirmen, die eben stark reduziert wurden und mit eben für den Zusammenbruch des afghanischen Militärs mitverantwortlich gemacht wurden. Also in dieser Hinsicht würde ich eben sagen, stellt sich erneut mit dieser Afghanistan-Episode die Frage, welche Rolle sollen solche privaten Sicherheits- und Militärfirmen spielen? Was bedeuten sie auch für den Einfluss der USA, aber auch für lokal vor Ort, für die Stabilität, Sicherheit und Funktionsfähigkeit ausländischer Streitkräfte. Insgesamt stellt sich jetzt mit der drastischen Reduzierung der Zahl von privaten Sicherheits- und Militärfirmen vor Ort auch die Frage, also wie es generell mit dieser Industrie weitergeht. Also Afghanistan zusammen mit Irak war ja sozusagen eines der zentralen Betätigungsfelder für diese Firmen, also vor allen Dingen, also zumindest wenn man von amerikanischen und britischen Firmen spricht. Wie geht es weiter? Haben sich diese Firmen angepasst? Also auch sozusagen auch aus dieser Sicht auf diese Industrie, auf diese Branche selber stellt sich hier die Frage, wie es dann weitergeht. Ja, vielen Dank. Jetzt hast du die Zukunft dieser Unternehmen angesprochen. Du hast dich in deiner Forschung aber auch viel mit der Rolle dieser Unternehmen in den letzten Jahren und Jahrzehnten auseinandergesetzt. Wie kann man die Entwicklung dieser Rolle
denn beschreiben? Also in meiner Forschung stelle ich ja die These auf, dass diese Firmen ja im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Schatten herausgetreten sind. Also dass sie es geschafft haben, dieses Söldnerstigma, das ihnen sehr lange anhaftete, zu überwinden und sich als ja weithin legitime und akzeptierte Akteure im Bereich der Sicherheitspolitik zu etablieren. Und meine Frage eben, oder ja die zentrale Frage, die mich lange eben in meiner Forschung angetrieben hat, ist, wie ist Ihnen das gelungen? Also gerade, ne, wenn man sich die teilweise sehr negative Berichterstattung über diese Firmen anschaut und auch so in der Populärkultur, in Filmen und so weiter und so fort, gibt es ja häufig eine sehr negative Darstellung. Aber in der Realität sehen wir eben, dass diese Firmen heute mit am Verhandlungstisch sitzen, wenn es auch um die Schaffung von neuen Regeln, Regulierung geht. Also dass auch ihre Rolle eigentlich kaum noch in Frage gestellt wird. Du hast jetzt angesprochen, dass private Sicherheits- und Militärfirmen einen Zugewinn an Legitimation hatten in den letzten Jahren und Jahrzehnten und dass du dich damit beschäftigt hast, wie sie das angestellt haben. Welche Ergebnisse hast du denn da in deiner Forschung gefunden? Also man muss sagen, dass es sozusagen nicht nur allein der Verdienst dieser Firmen ist. Ich schaue mir in meiner Forschung, das Verhältnis zwischen privaten Sicherheits- und Militärfirmen und Nichtregierungsorganisationen an, weil ich eben davon ausgebe, sowas wie Legitimität, das lässt sich nicht ganz einseitig darstellen. Also es braucht in dem Sinne wirklich ein interaktives Verständnis von Herrschaft, von Legitimität. Also etwas, das auch Legitimität kann sozusagen auch nur durch wechselseitige Anerkennung hergestellt werden. Meine Annahme ist eben, dass die Reaktion zivilgesellschaftlicher Akteure ein sehr guter Indikator für den Grad der Normalisierung der privaten Sicherheits- und Militärbranche sind. Also es wird häufig gesagt, dass NGOs so eine Art Stimmungs- oder eine gesellschaftliche Stimmungsbarometer für die Akzeptanz dieser Firmen sind. Also sie können durch Kritik die Legitimität dieser Firmen in Frage stellen. Sie können aber auch durch Verzicht auf Kritik oder durch ihre aktive Unterstützung die Akzeptanz unternehmerischer Aktivitäten signalisieren. Also deswegen schaue ich mir eben diese Interaktion dieser beiden Akteure an. Und dann zu der Frage, so wie den Firmen es gelungen ist, sich ja eben als so legitime Akteure zu etablieren, da nehme ich einmal diskursive Praktiken in den Blick und also schaue wirklich mir im weitesten Sinne des Wortes so die Selbstpräsentation dieser Firmen an und gehe eben davon aus, dass sie sich in ihrer Darstellung nach außen an weithin akzeptierten Normen ausrichten, also sowas wie Verantwortlichkeit, demokratische Legitimität, die Bedeutung des staatlichen Gewaltmonopols, Effektivität. Also schauen wir sozusagen diese diskursive Seite an und sowohl für die privaten Sicherheits- und Militärfirmen als auch in der sozusagen Fremddarstellung der NGOs. Also wie werden diese Firmen auch von NGOs dargestellt? Schau dann auch, gibt es da auch Übereinstimmungen? Inwiefern weicht das voneinander ab? Dass es natürlich voneinander abweicht, ist nicht ganz so überraschend, weil erstmal natürlich auch die Vermutung ist, dass NGOs eher eine kritischere Haltung haben und eben natürlich auf besondere Missstände aufmerksam machen wollen. Spannend ist aber tatsächlich zu sehen, dass es sehr wohl auch Ähnlichkeiten, Überschneidungen gibt und dass es auch ja, so einige Anpassungsprozesse gibt. Also nur um ein paar vielleicht Ergebnisse zu highlighten, kann man schon sehr deutlich sehen, dass es NGOs zunehmend schwerfällt, private Sicherheits- und Militärfirmen als eindeutig
schlechte und sozusagen böse darzustellen. Und das sieht man irgendwie in ganz vielen Bereichen. Also einmal muss man wirklich auch sagen, dass zahlenmäßig private Sicherheits- und Militärfirmen auf der NGO-Agenda eine Randerscheinung bleiben. Also gerade wenn man das mit benachbarten Themen, also sowas wie Waffenexporte oder sowas, wirklich mal versucht, zahlenmäßig zu vergleichen, sieht man, dass dem Thema der Sicherheitsprivatisierung insgesamt ja, keine sehr große Priorität auf der NGO-Agenda beigemessen wird. Also damit kann es natürlich diesen Firmen auch weiterhin gelingen, irgendwie so ein bisschen unter dem Radar der Öffentlichkeit zu bleiben. Also es signalisiert einfach, das Thema hat kein sehr großes gesellschaftliches Bewusstsein. Es wird zwar aufgegriffen, aber nicht sehr prominent. Dann sieht man auch, dass NGOs inhaltlich darum ringen, das Thema sehr eindeutig zu besetzen. So zum Beispiel die Söldnerkategorie, die auch gerade so im medialen Diskurs eine sehr große Rolle spielt, fast gar keine Relevanz mehr im NGO-Diskurs, wenn man sich das auch über die Zeit hinweg betrachtet. Die meisten NGOs betonen wirklich, dass private Sicherheits- und Militärfirmen ein neues Phänomen sind und bekräftigen damit auch wirklich diesen Unternehmenscharakter. Also ne, es sind keine reinen Söldner, sondern es sind sozusagen auch von der Kategorie her, also keine illegitimen Söldner, sondern sozusagen legale in dem Sinne Unternehmen. Vom Urteilstenor, da gibt es auch die größten Teil, also nicht, es gibt natürlich da große Unterschiede, wie ich angedeutet habe, also dass NGO das Thema natürlich sehr negativ besetzen. Man sieht aber auch, dass es eben nicht ganz durchweg, dass der Urteilstenor nicht ganz durchweg negativ ist. Teilweise werden private Sicherheits- und Militärfirmen eben beispielsweise auch als Verbündete dargestellt, potenzielle Verbündete im Partner, im Bemühen der NGOs um eine bessere Regulierung der Branche. Und das wird häufig kontrastiert nochmal mit der fehlenden Bereitschaft der britischen und US-amerikanischen Regierungen entsprechende Gesetze auf den Weg zu bringen. Also hier, ne, in diesen Beispielen finde ich eben eindeutige Hinweise darauf, dass das Thema dieser Sicherheitsprivatisierung sich nicht so ganz einfach auf ja, so klare Botschaften reduzieren lässt, sondern ja, also private Sicherheits- und Militärfirmen lassen sich nicht ganz so einfach stigmatisieren oder dämonisieren. Das heißt, die Akzeptanz dieser Firmen lässt sich sicherlich in diesem Sinne auch auf den Diskurs von NGOs zurückführen. Du bist jetzt irgendwie schon recht viel auf eingegangen, wie irgendwie so NGOs oder Diskurse der NGOs sich auf die Legitimation von diesen Unternehmen auswirken. Aber haben diese privaten Sicherheits- und Militärfirmen irgendwie genau auch Möglichkeiten, sich selbst zu legitimieren? Die private Sicherheits- und Militärfirma selber setzt auch viele diskursive Strategien ein, wie sie sich als sehr legitim darstellen kann. Also man sieht beispielsweise, dass sie auch versucht, sich an den NGO-Diskurs selber anzupassen. Beispielsweise, dass sie versucht, Kritik an ihrem Wesen oder an ihren Aktivitäten zu zerstreuen, indem sie sich an genau solchen normativen Maßstäben ausrichtet, die auch von NGOs vorgebracht werden. Also sie eignen sich beispielsweise der Sprache der Menschenrechte an, der Rechenschaftspflichtigkeit, des staatlichen Gewaltmonopols oder auch der Gemeinwohlorientierung ihres Handelns. Also ne, alle Punkte, die tatsächlich von den NGOs, nicht nur natürlich von den NGOs, angebracht und kritisiert werden, die werden sehr wohl eben von diesen Firmen integriert in ihrem Diskurs. Ja, gleichzeitig versuchen sie auch teilweise dort, wo es sozusagen nicht passt, es passend zu machen, also sozusagen die Passgenauigkeit mit bestimmten gesellschaftlichen Erwartungshaltungen zu reframen, wie ich das nenne, zum Beispiel indem sie ein sehr exklusives Verständnis von Sicherheit legen. Also sie sagen sozusagen, okay, wir sind wichtig für die Sicherheit, aber es geht ihnen, wenn sie von Sicherheit sprechen, geht es ihnen nicht immer um Sicherheit, wie sie vielleicht NGOs
definieren würden. Also sowas auch wie menschliche Sicherheit, Sicherheit der Zivilbevölkerung, Schutz, ne, Schutz der Zivilbevölkerung, sondern bei Sicherheit geht es diesen Firmen tatsächlich dann eher um Erfüllung der Vertragspflichten, also der Schutz ihrer Kunden, wenn es zum Beispiel um Personenschutz geht. Also auch hier sieht man, dass diese Firmen ja versuchen, auch sich etwas zu drehen und zu wenden, um sich als um diesen Erwartungshaltungen, die ihnen entgegengebracht werden, um diese Erwartung zu erfüllen. Und was ich eben auch sehr spannend fand in meiner Forschung, war, dass diese privaten Sicherheits- und Militärfirmen in gewisser Weise auch versuchen, der öffentlichen Aufmerksamkeit zu entkommen, indem sie sich ein sehr unauffälliges, harmloses Unternehmensprofil geben. Das beinhaltet vor allen Dingen die Distanzierung von jeglicher Art von Kampfeinsätzen und eher der Betonung ihres rein defensiven Charakters. Und vor allen Dingen, das findet vor allen Dingen statt, nachdem Firmen, die im bewaffneten Schutzsektor tätig sind, nachdem es da Negativschlagzeilen gab und Berichte von Menschenrechtsverletzungen von Angehörigen dieser Firmen, verbunden mit zivilen Opfern, eben den willkürlichen und unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt gegenüber Zivilisten. Und das korrespondiert wirklich mit diesem Versuch, sich so ein sehr unauffälliges Unternehmensprofil einzunehmen und eher auf diese unverfänglichen und langweiligen Aktivitäten hinzuweisen. Also wirklich Reinigung von Toiletten, kulinarische Verpflegung der Streitkräfte im Einsatzgebiet, das alles taucht in diesem Diskurs auf. Und wie ich anfangs in der Definition dargestellt habe, spielen solche Aktivitäten ja sehr wohl eine Rolle. Aber gerade bei Firmen, die sich diversifiziert haben in ihrem Dienstleistungsspektrum, ist das sozusagen nur ein Bestandteil. Und vielleicht gerade in Zeiten von Afghanistan und Irak, so gerade in den ersten Jahren dieser Einsätze, war es sicherlich auch nicht waren das Leistungen, die nicht unbedingt die lukrativsten waren. Da kann man wirklich sagen, dass der bewaffnete Schutzsektor oder diese Leistungen, die man in diesen bewaffneten Schutzleistungen zurechnen kann, dass das hier der boomende und lukrative Markt für diese Firmen war. Und von daher kann man eben sagen, dass dieses unauffällige, harmlose Unternehmensprofil nicht immer diese Realität darspiegelt, sondern eine bewusste Strategie dieser Firmen ist. Du hast Menschenrechtsverletzungen und Gewalt, die ausgeübt wird von diesen Firmen, angesprochen. Hast aber auch davon gesprochen, wie NGOs und privaten Sicherheits- und Militärfirmen im Bereich von Regulation zusammenarbeiten. Welche Fortschritte in der Regulation gibt es denn in den letzten Jahren? Da kann man schon sagen, dass sich da eine Menge getan hat. Also eines der großen Probleme, die sich ja im Zuge der Einsätze im Irak und Afghanistan und eben der Verbreitung dieser Firmen dort, Betätigung dieser Firmen dort gezeigt haben, war, dass wenn es Vorfälle gibt, und ich meine, Vorfälle passieren ja sozusagen, auch sowas wie Einsatz von Gewalt auch gegenüber Zivilisten, ist vielleicht jetzt nicht nur ein Merkmal der privaten Sicherheits- und Militärfirmen, sozusagen auch US-Kräfte, die vor Ort waren, da gibt es verblüffende Ähnlichkeiten. Aber ein großer Unterschied war eben lange Zeit, dass es keinen wirklichen rechtlichen Rahmen für diese Firmen gab, um solche Verbrechen sozusagen oder solche Aktivitäten zu ahnden. Also damit unterscheiden sie sich wirklich ganz drastisch von regulären Streitkräften. Das heißt, es gab lange Zeit wirklich diesen Vorwurf, dass diese Firmen in einem rechtlichen Vakuum operieren. Die Regierung, also gerade ich schaue mir ja die US-amerikanische und die britische Sicherheitsbranche an. Und hier muss man sagen, dass beide Regierungen, USA in den USA und Großbritannien, sehr, sehr zögerlich waren, da wirklich gesetzlich was auf den Weg zu bringen und sagen wir mal,
diese vermeintliche Lücke in Anführungszeichen zu schließen. Das heißt, die Initiativen, die es dann gab, die waren auch zum großen Teil nicht nur, aber auch von privater Seite initiiert. Das heißt, sowohl von privaten Sicherheitsmilitärfirmen, aber auch unter Beteiligung von NGOs und von Regierung. Also einmal, also ein Meilenstein ist sicherlich zu nennen, das Montreux-Abkommen. Das ist eine allerdings hier keine reine private Initiative, sondern eher eine staatlich gesteuerte, angestoßene Initiative, deren Ziel es ist, zu schauen, was gibt es denn im humanitären Völkerrecht insgesamt im internationalen Recht für Regeln, die gelten, wenn private Sicherheits- und Militärfirmen im Einsatz sind. Also man muss sagen, dass im internationalen Recht werden diese Firmen nicht selber explizit adressiert. Es lassen sich allerdings sehr wohl Grundsätze und Normen aus bestehendem Recht ableiten, die man auf private Sicherheits- und Militärfirmen beziehungsweise auch auf Staaten, die diese Firmen einstellen, die Dienste dieser Firmen exportieren oder die sozusagen lokal vor Ort die Dienste dieser Firmen in Anspruch nehmen. Also ja, Rechte, Pflichten, die für diese Staaten eben gelten, die können aus dem Recht abgeleitet werden. Und das ist sozusagen wirklich die Aufgabe des Montreux-Dokuments, zu zeigen, dass es irgendwie nicht so ein rechtliches Vakuum gibt, sondern dass es sehr wohl bestehendes Recht gibt, das sich auf diese Firmen oder auf den Einsatz dieser Firmen anwenden lässt. Nachdem das Montreux-Abkommen in Kraft getreten ist, gab es dann von der Sicherheitsbranche, von der privaten Sicherheits- und Militärbranche selber nochmal das Bestreben, Regeln zu entwickeln, die sich an diese Firmen selber richten würden. Und daraus ist sozusagen diese Initiative des Internationalen Verhaltenskodexes für private Sicherheitsfirmen entstanden. Und das Besondere an dieser Initiative ist, dass anders als bei der Schweizer Initiative, also die zum Montreux-Dokument geführt hat, dass Firmen hier selber zusammen mit Regierungen und Nichtregierungsorganisationen als Verhandlungspartner wirklich mit am Tisch saßen. Also nicht nur Konsultativstatus, nicht nur Beratungsstatus, sondern als treibende und entscheidungsbefugte Akteure selber. Und man muss auch sagen, dass insgesamt es auch so bewertet wird, dass diese Regeln schon auch sehr weitgehend sind und diesen Firmen eben viele Pflichten auferlegen, Menschenrechtsschutz, Umgang mit Waffen und so weiter und so fort, Ausbildung des Personals, um genau solche Vorfälle zu verhindern, ne, die teilweise eben zu diesem Image-Schaden dieser Firmen beigetragen haben in Irak und in Afghanistan. Man kann also eben sagen, ne, dass diese Legitimierung sich nicht nur auf diese Weise diskursiv vollzogen hat, sondern auch eben so durch solche Verrechtlichungsschritte die Tatsache eben, dass Firmen jetzt direkt in solchen Multi-Stakeholder-Initiativen mitwirken und mit NGOs und Regierungsvertretern an einem Tisch sitzen, signalisiert ja auch dass diese Firmen als legitime Verhandlungspartner anerkannt sind und sozusagen sozusagen auch hier sehr gut angekommen sind. Ja, spannend, vielen Dank. Jetzt haben wir viel gelernt über die Aktivitäten der privaten Sicherheits- und Militärfirmen in den letzten Jahren und über ihre Bemühungen, Legitimation zu erreichen. Am Anfang des Gesprächs hast du schon erwähnt, dass im Zuge des Abzugs aus Afghanistan auch die privaten Sicherheits- und Militärfirmen abgezogen sind. Welche Zukunftsperspektiven bieten sich denn für diese Firmen? Wie kann ihre Tätigkeit in Zukunft aussehen? Also die
die Branche selber hat schon vor vielen Jahren begonnen, sich anzupassen. Also es zeichnete, ne, dieser Rückzug war ja, sage ich mal, ein gradueller. Die Präsenz, die internationale Präsenz wurde ja schrittweise zurückgefahren. Das heißt, für die Firmen selber stellte sich nach diesen Boomjahren in Irak und Afghanistan schon sehr früh die Frage, wie man darauf jetzt, also sozusagen seit 2008, wie man reagieren sollte. Und man kann sagen, also dass es hier unterschiedliche Strategien gibt, aber was man vor allen Dingen feststellen kann, gerade bei den britischen, amerikanischen Firmen, ist, dass wirklich versucht wird, hier so eine Diversifizierungsstrategie zu fahren. Wenn man allerdings jetzt nochmal einen Blick irgendwie weg von rein von diesen US-amerikanischen und britischen Firmen mal wirft, sieht man, dass sich da tatsächlich auch noch mehr tut. Also gerade so, was jetzt zuletzt ja auch in den Schlagzeilen war, sind auch russische Militär- oder private Sicherheits- und Militärfirmen aus Russland, sowas wie diese Wagner Group. Und dass bei diesen Firmen eine ganz andere Positionierung im Markt stattfindet, als was ich zuletzt für ihre britische und amerikanischen Pendants identifiziert habe. Da hatte ich ja eben gesagt, naja, da war eigentlich diese Abrückung oder dieses Abstandnehmen von bewaffneten Leistungen, gerade von Militärleistungen. Also das war sozusagen ein besonderes Anliegen immer der privaten Sicherheits- und Militärbranche, genau dieses Söldner-Image loszuwerden und zu sagen, wir sind keine Militärfirmen, wir kämpfen nicht, sondern wir bieten nur Leistungen um das Kampfgeschehen herum sozusagen an. Und das scheint aber jetzt tatsächlich wieder etwas zu sein, oder eine Lücke zu sein, in die solche russischen Firmen wie Wagner Group, dass die das genau das jetzt ausfüllen und eben auch solche bewaffneten Kampfleistungen anbieten. Und ich denke, ja, dass das vielleicht das Besorgniserregende in Anführungszeichen, also oder aus meiner Sicht zumindest, ist dass solche Firmen wie Wagner Group und so weiter, dass die sozusagen von diesen ganzen Bemühungen um Regulierung, die ich ja gerade geschildert hatte, dass die da außen vor sind. Also die sind eben nicht Mitglied dieses internationalen Verhaltenkodexes. Also hier ist wirklich die Frage, wie man mit dieser Entwicklung auch rechtlich standhält. Wenn irgendwie so, also das hatte ich jetzt irgendwie die ganze Zeit schon im Hinterkopf, aber wenn es irgendwie so private Sicherheits- und Militärfirmen gibt, die haben ja irgendwie auch ein ernsthaftes Interesse daran, dass irgendwie Konflikte bestehen und auch irgendwie weiterhin bestehen. Und irgendwie hätte ich zumindest das Gefühl, kein Interesse daran, dass irgendwie die Konflikte, in denen sie auch irgendwie beteiligt sind, irgendwie enden. Was bringt das für Gefahren irgendwie mit sich? Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Hinweis, weil das wirklich auch eine Befürchtung ist, dadurch, dass sie ja eben so privatwirtschaftlich organisiert sind und das sozusagen ihr Geschäft ist, sozusagen Sicherheit anzubieten. Das heißt, dass im Rückkehrschluss es gar nicht vielleicht im Sinne dieser Unternehmen ist, tatsächlich langfristig zumindest sowas wie Sicherheit herzustellen. Und also ich denke, das hat große Auswirkungen, vielleicht auch teilweise sehr, sehr folgenschwere Auswirkungen auf Konflikte, weil es eben bedeuten kann, dass diese Interessen, dass die Interessen dieser Firmen bewirken, dass sie nicht wirklich diesen Konflikt nachhaltig bearbeiten, dass es eher dazu führt, vielleicht Konflikte zu verlängern. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass mit diesen Firmen noch, sagen wir, ein weiterer Akteur in diese Konflikte hereingebracht wird und dieses Durcheinander, was ja häufig dann in solchen Konfliktsituationen ohnehin schon herrscht, nochmal verstärkt. Man muss aber auch vielleicht ein bisschen, also zum Schutz der Firmen, also jetzt nicht unbedingt zum Schutz, aber um sozusagen nicht jetzt hier ganz pauschal das nur diese Firmen zu kritisieren, sagen, dass häufig der vertragliche Rahmen
dieser Firmen selber sehr, sehr eng abgesteckt ist. Also ne, im Vertrag ist ja auch, also ist nicht angelegt, dass diese Firmen jetzt beispielsweise im Konflikt XY hier die Grundwurzel des Übels oder ne, wirklich diese Konfliktursache zu bearbeiten, sondern da geht es ja wirklich nur um sehr, sehr kleinteilig formulierte Aufgaben, wie dann zum Beispiel Objektschutz oder Schutz von Konvois, sodass auch ohnehin der Beitrag dieser Firmen zur Sicherheit sehr begrenzt ausfällt. Vielleicht ist das aber auch ein interessanter, vielleicht nochmal ein interessanter Aspekt, den man ergänzen könnte, dass eröffnet natürlich auch die Möglichkeit für Regierungen, die solche Firmen, auf die Dienstleistung dieser Firmen zurückgreifen, dass die so eine Art Blame Game spielen können. Das heißt, immer auch Verantwortung dafür von sich wegschieben können, wenn irgendwas schief geht oder wenn sozusagen die größere Mission, in die solche privaten Sicherheits- und Militärfirmen eingebettet sind, wenn die schief geht, wobei sozusagen selber diese Regierung ja ne, diesen Vertrag mit ausformulieren und irgendwie dafür sorgen, also ne, im Prinzip ja auch nichts dafür tun, dass diese Konfliktursachen vielleicht angegangen werden. Also das kann man, also auch in dem Sinne sozusagen ist es einfach und schön, auch die Verantwortung dann vielleicht auf private Akteure abzuschieben, wenn man, obgleich man selber dann eben einen großen Anteil dafür trägt, was diese Firmen tun oder lassen können. Ja, danke, dass du das nochmal eingebracht hast. Das ist wirklich ein spannender Punkt, an dem sich mit Sicherheit lange weiter diskutieren lassen würde. Aber ich glaube, mit Blick auf die Zeit, müssen wir es leider langsam abbrechen. Und ja, genau, dann herzlichen Dank fürs Gespräch und für die Zeit, liebe Berenike, und dir natürlich auch, Herr Jakob. Ja, vielen Dank auch von mir. Ja, danke an euch für das Gespräch.